Dritte Mistlibellen mögen große stehende Gewässer. Dazu passt also auch der Santa Clara Stausee ziemlich gut. Und wie üblich verbinden Libellen Wasser mit Landlebensräumen, das heißt hier über dem ausgedehnten ehemaligen Weideland im Korkeichen-Savannengebiet finden sie von Natur aus ihre Insektennahrung, die umso artenreicher und individuenreicher ist, je ursprünglicher die Landschaft beweidet wird, also mit Driftweide, mit dem, was man dann früher in den Transhumanzen nachgebaut hat, mit den Driftwegen, wie sie auch in Deutschland aus den Flussniederungen in die Gebirge zogen. Mit dem konnten all diese Tiere, die hier das Menschenkulturland begleiten, bestens sich entwickeln. Jetzt gleich zwei Tiere, die diese Wegschneise nutzen. Heruntergefallene, vergärende Früchte sammeln übrigens diese Tiere ganz bevorzugt. Das heißt, entlang der Wege großer Weidetiere war selbstverständlich auch der typische Aufenthaltsort für den Erdbeerbaumfalter. Das Segeln ist ihnen natürlich in die Wiege gelegt. Und dann ist da noch eine dritte Mistlibelle angekommen. Hier ist der Erdbeerbaumfalter in seinem absoluten Element.
Der Erdbeerbaumfalter wittert irgendetwas. Und bis er so richtig die Witterung aufnehmen kann, sonnt er sich zumindest schon mal. In dieser sagenhaften Landschaft des Alentejo. Schauen wir ihm doch ruhig mal ein bisschen genauer zu, wo es ihn eigentlich hintreibt. Interessiert ihn jedenfalls etwas sehr. Völlig begeistert hat er etwas gefunden, was ihm Eiweiß und eine ganze Fülle weiterer Nährstoffe schenkt. Der Erdbeerbaumfalter geht jetzt hier überall auf Suche nach Nahrung. Offensichtlich braucht er zurzeit sehr viel. Jetzt setzt er sich tatsächlich hier bei der Betonmischmaschine hin, auf dem Boden, und hat da was gefunden. Und zwar handelt es sich dabei um ein 2 Stückchen Tierkot. So gehören eben die größeren und die kleineren Tiere zusammen. Ganz versonnen saugt er da . Das dürfte ein Katzenhäufchen sein, die hier im Sand vor der Betonmischmaschine ihr optimales Katzenklo fand. Ja, ich konnte mich jetzt also wirklich bis auf 1 Meter an diesen Kerl heranpirschen, wobei es sich ja auch vermutlich um eine Dame handelt und ihr beim genüsslichen Geschäft des Auswertens von Katzennahrung zuschauen. Mit dieser Färbung auf den Flügelunterseiten ist dieser Schmetterling erstklassig verborgen Blattwerk von Erdbeerbäumen, die ja auch gelegentlich einzelne braune Blätter haben und die natürlich solche scharfen Hell-Dunkel-Kontraste in der sonnenreichen Landschaft bestens durchspielen. Das findet der Falter gar nicht so schön, wenn da gelegentlich sich eine Fliege hinsetzen möchte. Eine weitere hatte sich gerade angepirscht, die hat er gleich gesehen und ein bisschen zur Seite gebeten. Ja, sich mal einen anderen Standort suchen. Das wäre auch für den Filmenden mal ganz geschickt, aber hier schaut mal, oder sie hier schaut einfach mal, was denn mit dem anderen Knödelchen noch ist. Ja, da kommt dann auch die Oberseite zum Vorschein. Eine ganz ähnliche Farbe übrigens wie die Rinde der Korkeichen nach dem Schälen. An den Stellen, wo Saft fließt, wo sich die Hornissen sammeln. Da ist die Rinde dann eher so dunkelschwärzlich, Van Dyck-braun.
frisch geschälten Bereich ist sie ebenso hellrostbraune, wie man das gerne bezeichnen möchte. So, da sind also nun zwei Nahrungskonkurrenten. Aha. Ein botmäßiger Brummer hat aber doch vertrieben. Lasst mich mal hier in Ruhe, das ist mein Häufchen.